Ein freundlichen guten Tag, hallo, ich grüße dich alle herzlich hier. Ach, eigentlich hättest du den Anfang machen müssen, ne? Oh, ach Okay, weil, so. okay, weil. Na, trotzdem, ein freundlichen guten Tag, hallo, ich grüße dich alle herzlich zur nächsten Folge, beziehungsweise Folge 2 von dem, Versus, von der Versus-Kampagne von Rom. Nee, Quatsch. Attila, ne? Total War. Attila, ja. Ja, jetzt spielt aber Westrom. Ich habe schon versucht, einige Sachen zu erklären in der letzten Folge. Bei mir ist das jetzt ein bisschen sehr viel anspruchsvoller als bei ihm, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar eventuell nicht alles gemacht hast, aber das ist etwas sehr Hab's jetzt problematisch. relativ schlecht, relativ schlecht gehalten. Allerdings habe ich jetzt ja auch ein Reich, das ist halt noch relativ stabil. Und es ist halt nicht ganz so desaströs daran, wie das von West. Ja, das ist etwas sehr schmuschmu. Jetzt bin ich nämlich mal kurz am gucken. Ich hätte nämlich gerade eben Militärstreitkraft. Nee, Charakter, Banner heben. Aber der Charakterdetails. Limes steht nicht, sehe ich gerade. Den haben sie nicht hier drin. Der Limes? Ist ja der Grenzwall. Oder war schon zu dem Zeitpunkt abgerissen worden? Meinst du in Großbritannien oder wo? Nee, 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 hier an der Grenze zu Germanien. Ah, der Limes. Den Hadrianswall sehe ich hier oben. Der ist ja noch da, aber der Ja, Limes ist aber nicht da. das war ja in dem Sinne eine wesentlich kleinere Befestigung, ne? Also das ist der Rhein in dem Sinne, da ist ja verlang verlaufen, aber so eine krasse Befestigung war es ja nicht. Das war eine riesen Mauer. Ich meine, der Hadrianswall ist wie gesagt drin, aber der Limes nicht. Bisschen schade. Moment, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Jetzt habe ich mich fast vertan. Welcher ist jetzt der Gute? Der muss weg. Okay. Der hat landwirtschaftliche Gebäude einen Vorteil drin. Hat vier. Nein, genau falsch rum. So. Und dich will ich hier drin behalten. Hast auch eine Loyalität von 8. Wunderbar. Das ist die 12. Legion, genau. Weil ich muss nämlich einige Truppen auflösen. Okay. Nicht ab wo im Moment, jetzt habe ich es genau falsch rumgetan, bestimmt, ne? Nein. Ich habe nämlich ein Einkommen momentan nur von 600. Oh, das ist schon heftig, Ich ja. weiß ja nicht, ob du zum Beispiel ja, Truppen gebaut hast, aber Ich habe schon ein paar Truppen gebaut, definitiv, ja. ich würde dir halt Noah den Tipp dazu geben, da musst du extrem aufpassen, wenn du da Truppen baust, denn guck mal auf den Preis, was die jede Runde kosten. Ich jetzt hier nicht ein. Ah doch, oh Gott, das ist echt teuer. Das ist teuer. 201 Ja. bei denen. Oh, 201, oh, 200 um den Preistank geht das. Das ist schon heftig. Das ist echt bitter. Und das meinte ich halt gerade. Ja, wobei ich habe halt ein Einkommen von 2132. Das geht dann wieder. Natürlich geht das. Ich sag ja nicht, dass das nicht spielbar wäre oder sowas, ne? Nur, ja. Das ist zu dem Zeitpunkt etwas sehr bitter. Gut, das haben wir, das haben wir. Hier marschiere ich in den Süden. Was wollte ich hier noch gesagt haben? Ach genau. Kennst du diesen neuen Integritätswert schon? Den schon gesehen? Integrität? Nö. Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Ich bin hier komplett blanko in die Das Kampagne ist ja rein. auch Ich habe gerade keine. so ein bisschen überleitend gemeint. Ja, aber nein, ich weiß nicht, was Integritätswert ist. Ha! Soll ich dir den erklären? Ich bitte doch drum. Ah, du bittest drum. Sehr Ja. schön. Sofort, ich mache sofort weiter. Ich bin nur ganz kurz, was am am Bauen. Olivenbäume. Verarmung. Wie hoch ist denn der Verarmungswert in der Provinz? Okay. Kann ich bauen. Nice. Dann kriege ich jetzt erstmal das nächste Geld. Genau. Das ist sozusagen, man könnte es damit gleichziehen oder vergleichen im Allgemeinen, wie die öffentliche Ordnung oder sowas oder die Loyalität der Generäle.
Das hat den Vorteil, also wenn diese Integrität total auf dem Nullpunkt erreicht, dann rebelliert deine Truppe. Okay. Nicht so gut für dich. Nur damit du da Bescheid weißt, hat halt das Problem, wenn du irgendwo einfallen solltest oder sowas, ne? Du kannst einfach nicht wild durch die Gegend laufen und alles umbringen. Das ist das halt. Was wollte ich denn jetzt noch bauen? Ich wollte irgendwas bauen. Ich habe momentan noch 3000 Gold. Aber ich weiß nicht, was ich bauen wollte. Interessant eigentlich, dass wir so gut wie keine Flotte theoretisch bauen müssen. Momentan nicht. Nein. Es gibt ja keine Bedrohung. Deswegen meine ich ja. Aber die. Außer ich möchte halt da mal ein bisschen in Rom mit ein paar, wobei, ja doch, Rom, weiß ich, kann man das eigentlich über die Küste angreifen? Sollte doch. Nein, Nee, oder? ich Nee, glaube nicht. nee. Ich glaube nicht. Unterhaltskosten, nein, danke. Wenn ich halt Neapel da ein bisschen was machen möchte, oder hier in Tarentum, ne, ein kleines Tierchen, kann man da mit ein paar Onager-Schiffen vorbeigehen und ein bisschen für Feuer sorgen. Ah, ich glaube, ich baue lieber nichts mehr. Ich muss jetzt erstmal Geld sparen. Okay. Die haben wir jetzt bewegt. Die habe ich bewegt, um Britannien zu verteidigen, weil, wie gesagt, der wird nach Caneludunum. Caneludunum? Moment. Camulodunum. Boah, mein Gott, ist das ein Wort. Wird er relativ bald angreifen. Die Quaden werden bei Savaria angreifen. Die Provinz, die werde ich auch wahrscheinlich relativ schlecht halten können, Pannonia. Ich sehe auch hier Eboracum. Also Nordbritannien hatten schon minus 40 öffentliche Ordnung. Britannien hat minus 40? Ja, alle Evocatum? Provinzen, alle haben dort minus Ach 35 so, öffentliche Ordnung. ja. Die haben das von Anfang an, ich weiß. Aber das geht noch. So, ich bin am Überlegen, soll ich hier bleiben, um gegen die Quaden zu Drei kämpfen? Runden später, das geht noch. Ich bin sogar ehrlich gesagt am Überlegen, bei dir die Grenze abzureißen. Ich bin ehrlich gesagt sogar bei dir am Überlegen, die Grenze abzureißen. Die Grenze abzureißen, wie meinst du? Die Städte einzureißen. Okay. Ah, Warum? das weißt du noch nicht, dass es geht. Das habe ich schon mitbekommen, dass man das machen kann, aber ich würde den Sinn jetzt davon nicht wirklich verstehen, warum du das tun solltest. Macht eine Pufferzone zum Feind. Ja, aber es ist halt auch ein wirtschaftliches Problem dann für dich, weil du aus den Provinzen kriegst halt eben gar kein Geld mehr, ne? Hab aber auch keine Kosten mehr für die Provinzen. Muss halt Und hab halt je überlegen. nachdem weniger Truppen, die ich. Also dann kann ich mein Reich halt je nachdem mal besser verteidigen. Hol ich mal zwei Grenzwachen. Ich glaube. Weil wenn ich mir so angucke, wenn du hier die Städte an meiner Grenze kaputt machst, das sind nicht gerade günstig, also sind gerade nicht so die Holzdörfer, würde ich meinen. Das will ich nicht verneinen. Ich baue aber. Weil du jetzt schon relativ wenig Einkommen kriegst. Aber gut, musst du halt wissen, ne? Ja, ich bin's halt nur am Überlegen. Marmor? Also so schnell werde ich jetzt bei dir auch nicht einfallen. Keine Sorge, ich habe ja auch meine Horden hier, meine Westgoten, die bei mir ein bisschen randalieren. Die Westgoten, das ist aber nichts. Das ist wirklich nicht viel. Die werden relativ. Zweimal 14-Mann-Armee. Zweimal 14-Mann-Armee. Das ist nichts im Vergleich, was bei mir einfallen wird. Dennoch, ich bin jetzt nicht so die Person, die Seit dann... wann mag. Warum mögen mich die alle Mann? Jede Kampagne ist doch halt ein bisschen anders. Mal mögen sie dich, mal hassen sie dich. Wirklich? Das ist doch immer so. Die Kampagnen sind doch immer jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Sind doch nicht alle komplett historisch konform. Oftmals zwar auf der Richtung, aber es kann auch mal passieren, dass halt die Beziehungen anders sind. Ich dachte eigentlich immer, dass die Startbedingungen gleich sind. Also ich hatte, also so kann ich das halt nur Shogun sagen, manchmal, also da, ja, so zum Teil manchmal, aber da konnte ich auch zum Beispiel jedes Mal mit anderen Fraktionen Bündnisse schließen, weil die halt alle immer komplett anders waren zu mir. Okay. Also ich bin mir halt da jetzt nicht ganz so sicher, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das so ist. Willkommen, ehrbarer Abgesandter. Sprecht. Nice. Ich will mit der Stimme meines Herrn.
Nicht Angriffspakt? Jawohl. Und vielleicht sogar Militärbündnis? Was hätte ich. Ah, bin ich doof. Warum habe ich das nicht getan, eben mit dem einen? Das gucke ich jetzt noch im Nachhinein, glaube ich. Nein, das wollen sie nicht. Alemann, ihr mögt mich doch. Ihr seid meine Bros. Nein, okay, die haben keinen Bock auf Militärbündnis. Finden die doch nicht so geil. Schade. Militärischer Zugang, Makedonien. Ach, nee, Makromannen. Die mögen mich nicht, die mögen mich nicht. Warum mögen mich die ganzen Länder nicht? Ich habe denen gar nichts getan. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe eine andere Idee. Denn ich habe die soeben bei mir. Ich habe das schon mal probiert. Bei der, wo ich das mal einmal kurz angetestet hatte. Da hat das sogar funktioniert, witzigerweise. Krieg erklären gegen die Sachsen. Ich habe denen ein bisschen Geld angeboten. Nein, das machen sie noch nicht. Denn ich hoffe mal, dass die einfach aus meiner Region abziehen. Und dafür jetzt zu den Sachsen marschieren. Schön. Die soeben haben denen den Krieg erklärt und ich glaube, das war's jetzt für mich. Wow! Krass, habe ich viel Geld. Ich habe Geld! Oh mein Gott! Wie viel Was? hast du denn? 1500 kriege ich nächste Runde. Okay. Ah, Provinzverwalter muss ich noch einsetzen. Ach Gott, Statthalter fehlen auch noch komplett von mir. Es tut mir leid. Gut, den erstmal einsetzen für. Als. Genau. Ich hoffe, du hast auch diese. Die Ämter vergeben bei dir. Ja. Hast du das getan? Ich habe ich dir eben gesagt. Ja, du kannst es so nicht sagen. Du hast ja schon etwas sehr angeschaut, aber ich muss das erstmal alles so ein bisschen zurechtkommen. Ich habe das erstmal, glaube ich, in der Stadtverwaltung dann halbwegs gereiht. Das Halt ist ja eben kein nicht Thema. ganz Das ist so. ja kein Thema. So. Was hat der jetzt? Oder ist sein Alter? Du auch, genau. So, jetzt habe ich erstmal versucht, hier ein paar Leute einzusetzen. So. Was kannst du denn überhaupt als Staatsmann? So. Ach, toll. Eigentlich gar nichts. Warum habe ich denn kein Geld mehr? Ich habe ich denn. Stimmt, ich hatte ja die 1000. Ah, klar. Breche ich mal ein paar Truppen ab. Okay. Hä? Wo bin ich jetzt gerade alle am Bauen? Ach so, läuft. Ah, okay, jetzt sehe ich das auch. Was hast du? Nee, wenn du über diesen Amt drüber, über dieses jeweilige Amt drüber hältst, dann kannst du sehen, wer das alles einnehmen kann. Also dieses Amt. Genau. Und, ja. Das muss er halt je nachdem am besten machen. Denn ich glaube, die hier Commissarii Militariis müssen die sein, um auch Heermeister zu werden. Im Nachhinein, ne? Und das bringt dann halt bessere, nochmal mehr Vorteile. Besonders halt dieser Integritätswert ist wesentlich besser. Die Unterhaltskosten, ne? Das ist halt für mich ein enormer Faktor. Nein. Magnat, Wohlstand aus Industriegebäuden, Steuersatz. Okay, dann du könntest bitte nach. Du bist ein aus Industriegebäuden. Da weiß ich schon auf jeden Fall, dass hier eine Provinz von mir sehr viel Industrie hat.
Dahin. Braves Panda-Bärchen. So. Was kostet das nächste? 530. Okay, das können wir uns diese Runde noch nicht leisten. Und du gehst dafür nach Italien. Adoptieren, Loyalität sichern, nein. So, das ist auch wichtig, genau für dich als Information. Du kannst nicht mehr wie bei Rom 2 jetzt Sachen auswählen für die Person direkt, sondern du kannst eine Person auswählen, die gegen jemand anderes nur was tut. Okay. Bedeutet halt auch wie Attentat machen, Loyalität sichern und so weiter und so fort. Alles klar. Genau. Beliebtheit verringern, adoptieren. Ich habe da eine große Armee. Welche Armee war das hier? Hiarus. Okay, den will ich jetzt adoptieren. Der hat mir zu eine große Armee, damit der einfach so nichts machen muss. Okay, ich glaube, ich kann doch noch einen Stadtverwalter einsetzen. Als Staatsmann ist der mir zu gefährlich in Rom. Den will ich schön weghaben. Aber trotzdem in einer nicht unwichtigen Provinz. Du gehst dahin. Schön. Jetzt haben wir schön die Generäle ausgetauscht und ich hoffe, dass das reicht, was ich getan habe. Das könnte sonst sehr übel werden. Ja, so geht es mir nämlich auch. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher, ob das, was ich gemacht habe, also Ach, ganz Erlasse sicher war. erlassen muss ich noch. Natürlich. Was brauche ich denn? Gegen Korruption. Öffentliche Ordnung. Genau. Ich gehe mal gegen Korruption in Rom vor. Hier ist auch alles gut. Dann gehen wir auch gegen Korruption vor. Unten. Hier unten. Ja. Da ist etwas problematisch mit der öffentlichen Ordnung. Alles klar. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, hoffe ich, eventuell, habe ich meine Unter Runde. allen Umständen. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt hier alles fertig habe. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann wollen wir uns jetzt mal wahrscheinlich der ersten Schlacht stellen. Nur eine Frage an dich. Erstmal, Joho. wollen wir das wie gehabt haben mit unseren Kampagnen? Mit den Vasallen, Kämpfen, bla bla bla. Ja, können wir gerne machen. Gut, für die Leute, die das nicht wissen, was ich damit meine, ist es relativ einfach. Die Westgoten kämpfen gegen dich. Ja, ich habe schon gesehen, die natürlich nicht in die Stadt zurück, warum auch? Wofür? Das ist auch, wäre doch viel zu gut. Und du meintest eben gerade, nö, die Hunden sind kein Problem. Die Vesko sind keine Probleme, die haben 2800, 940 Mann. Nicht so das Problem, im Gegensatz zu das Problem, was gleich auf mich zukommt. Ja, und dann spielen wir das hier mal kurz richtig, auch wenn das halb verloren ist, fügen wir dem wenigstens noch ordentlich Verluste hinzu. Zusehen. Ja, das musst du auch. Das musst du. Also, das ist halt einer der wichtigsten Sachen, die du hier machen musst als Römer. Du musst halt die Garnisonskämpfe größtenteils selber führen, um halt, Noch eine Onager dabei sehe ich gerade. Ja, der wird dich jetzt ein bisschen bombardieren. Aber Ja, aber ich habe auch eine Kavallerie dabei, da kann ich versuchen, die abzufangen. kann ich nur kurz ein, zwei Sachen sagen? Ich weiß, ich laber viel, Klar. aber und du bist sehr ruhig. Ich wollte halt Weil den. du die ganze Zeit Obwohl, weißt du redest. was? Erklär du den Zuschauern das mit der Regel mit den Vasallen. Also es ist so. West und ich haben, oder beziehungsweise die allgemeine Regel gilt, wir kämpfen nicht direkt gegeneinander. Also man hat ja die Möglichkeit im 1 gegen 1 versus Kampagne gegeneinander zu kämpfen, wodurch halt eben die Schlachten halt vielleicht ein bisschen ungünstiger für den anderen wären. Das heißt, West könnte jetzt zum Beispiel einfach, wenn er jetzt die Westgoten spielen würde, mir aber komplett zerfleischen, weil ich einfach keinerlei. Also wenn man sich jetzt schon das Verhältnis ansieht, meiner Truppen zu der Truppen der Westgoten, der würde mich hier auch einfach im Fernkampf niedermähen und ich könnte nichts dagegen tun. Dementsprechend
haben wir uns darauf geeinigt, halt statt den anderen so dadurch heftig in die Pfanne zu hauen, werden wir das dann so machen, dass einfach der andere so lange zuschaut und halt, wenn er es erlaubt bekommt, kann er halt eben doch ein paar Einheiten spielen. Und wenn es sich allerdings um einen Vasall handelt, und weil ja Vasallen manchmal gerne das tun, was man nicht will, und also random durch die Gegend laufen oder halt irgendwelche Armeen ausheben und dann gegen irgendwelche Leute kämpfen. Wenn das dann der Fall ist, dass wenn Wes und ich überhaupt gegeneinander in den Krieg kommen, dass wir dann die Vasallenschlachten dann ordentlich und richtig spielen. Also so, dass halt eben das wenigstens gegeneinander läuft, weil es sonst ein bisschen halt für den Vasallenherrscher blöd ist, ne? Weil der muss ja halt dann eben zusehen, quasi wie sein Herr abgeschlachtet wird und lieber da die eigene Kontrolle übernehmen, dann hat man da mehr Macht drüber und dann kann man auch drüber über die Sachen entscheiden. So, jetzt haben wir Jenti fertig geladen. Kurz zwei Sachen für dich. Du kannst Barrikaden aufstellen an bestimmten Punkten. Ich kann die leider nicht einsehen. Du kannst, glaube ich, eine Barrikade aufstellen, oder? Ja, hier steht verbleibende Barrikaden, aber ich kann die halt. Nur an bestimmten Punkten. Die kannst du dann halt an den Punkten jeweils tun. Ja, okay, ich sehe es schon. Damit kannst du Gegner ein bisschen aufhalten oder ne, und so weiter und so fort. Ich sehe schon, ich sehe schon. Genau. Zusätzlich ist es ein Freundschaftsspiel für euch. Also wenn ich die Schlachten, also wenn wir zum Beispiel jetzt hier der Naschlapp, einfach damit der andere auch, wenn du wortwörtlich keine Langeweile hat, die Kavallerie geben würde. Ich würde dann natürlich versuchen, dass die Kavallerie überlebt und halt keine YOLO-Charge machen oder sowas, ne? Also das muss schon Ja, das vernünftig sowieso. gespielt sein. Allgemein ist das hier freundschaftlich gesinnt, also es ist ja nicht darauf aus, den anderen, wie gesagt, in die Pfanne zu hauen, weil das ist halt eben nicht der Aspekt von diesem, oder das ist nicht davon, oder das ist halt nicht das, wofür wir hier spielen. Wir spielen, um Spielspaß zu haben, um halt euch auch ein bisschen das Spiel mitzuzeigen, euch ein paar Aspekte hier zu bringen. Das ist Genau. halt nicht wirklich darauf hinaus, den anderen da jetzt hier fertig zu machen, das wäre ein bisschen lächerlich. Okay, du hast die Barrikade hier errichtet. Soweit ja, weil man die an den Seiten nicht errichten Nee, kann. nee, ist okay. Hat euch überlegt, Hier kannst du ne? sie nicht platzieren oder sowas, ne? Oder hier. Nö, da kein. Wow, was ist denn das für ein Strich? Der geht locker bis nach oben. Nee, ich kann ihn nur seitlich hier links, wo ich die hin platziert habe, kann ich sie platzieren. Nach rechts geht's nicht, warum auch immer. Das wäre halt am sinnvollsten im Drum, aber pff, geht nicht. Ja, ich werde sie dann nach links setzen, weil dort dann halt ein paar Mächte sind, da kann ich sie einfach darüber ein bisschen lenken. Ja. Ich bin gerade am Und da ist halt auch Überlegen. keine Ohnlager, das heißt, die wird auch nicht so schnell kaputt gehen. Die Barrikaden, die halten, glaube ich, 30 Sekunden. Auch gegen normale Einheiten? Ich meine, ja. Ich meine, gegen normale 30 Sekunden. Gegen Onager, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. So, ja, ich werde ja mal meinen Kampf in der Stadtmitte führen. Das hat sonst anders keinen Sinn. Ich habe keine Fernkampfeinheiten. Das wird dann halt nicht so Ja, gut ich würde ausgehen. halt versuchen, eventuell diese Bottlenecks hier zu verwenden. Ja, Ne? Um ein das bisschen war ja bergab zu sowieso. kämpfen, Kavallerie in den Rücken chargen lassen. Bin ich bis dato noch überlebt. Und die hier im Einheit, die halt eventuell halt für Flankenangriffe verwenden. Ja, warte. Das sind ja Exploratoris, die sind ja schnell unterwegs. Ich war doch eigentlich hier. Genau. Die können nämlich hier plopp. Du kannst, was halt auch sehr stark ist, was ich gesehen hatte in den zwei Online-Schlachten, die wir gemacht haben. Die Speerinfanterie, die hat defensive Schildkröte, die ist nicht schlecht. Und genauso die offensive Schildkröte einzusetzen, die ist auch nicht schlecht. Die hat eine Defensive. Und die Kohorten hat die Offensive. Die Kohorte hat auch die Defensive. Haben beide die Defensive? Defensive. Ach, was? Hatte nicht eine von den beiden die Offensive? Guck mal genau Aber nach. nicht. Guck mal drauf. Ich sehe hier, Okay. die haben. Gut, So, dann da hat sie. hier. Ich hab kurz nochmal drüber nachgedacht hier, das, was du hier gemacht hast. Ich würde das vielleicht wieder wegmachen. Oder? Nee, komm, ist egal. Vergiss es. Die Vergiss, was ich steht da gesagt gar habe. nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Steht da keine Nein, Barrikade? ne, da steht keine Barrikade. Das ist eine Möglichkeit für eine Wo Barrikade. hast du ihn hingesetzt? Da drüben hin, damit sie halt für ein paar Sekunden die Leute aufhalten. Ach so. Ich brauche Zeit. Das Einzige, was ich hier brauche, ist Zeit. Je länger ich Zeit schinden kann, desto besser. Wenn du willst, kann ich auch die Kavallerie steuern und die Bogenschützen wegsneaken. Ja, ich war der Plan, die Onager zu töten. Oder die Ogonaga zu bekommen, weil wenn du die jetzt so offensiv hinsetzt, da wird ihr die sehen und dir wird die angreifen. Bitte sie sowieso. Ja, aber dann kann ich versuchen, ne? So ein bisschen zu killen.
Du Ich weißt leg doch. sie dir an die Hände. Du weißt doch, ich bin ein kleines Arschloch. Ich. Wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, morgen hängst du am Galgen. Das interessiert mich, weil. Es geht um dein Leben, aber gut. Das interessiert mich, weil. Nein. Nein. Ja, gut. So, gut, ich platziere mich Alles. erstmal hier in der Stadt. Ist ein bisschen. Boah, alles klar. Ist ein bisschen sicherer. Aber mal rein, weil ich denke, es nervt halt die ganze Zeit über Planung zu sprechen und es passiert nichts. Ja. Man kann ja auch noch planen während des Ach, hier sind noch Aufnehmens. Zivilisten. Ja, ganz witzigerweise, wo siehst du welche? Hier sind zum Beispiel welche vor der Kohorte. Wenn die angegriffen werden, kämpfen die. Die töten, können je nachdem ein oder zwei Einheiten töten. Wenn sie so, ne? Ein bisschen kämpfen. Klasse. Okay, die Defensivschildkröte, das ist in Ordnung. Aber die Kohorte, die du hier hast, ne? Ich würde die nur kurz bevor du wirklich kämpfst, oder wenn du gerade sogar am Kämpfen bist, weil die können während des Kampfes das auch umändern. Warum brennt die Stadt? Egal. Die Schildkröte aktivieren, weil du sonst deine Speere nicht werfen kannst. Ja, weil er hier mit Onager drauf schießt oder mit Bogenschützen, mit Feuerpfeilen. Ah, ja. Okay, ach so, das meinst du jetzt. Ja, weil da muss ich nämlich jetzt da von den gebrennenden Gebäuden weg, weil das finden deine Einheiten nicht so ganz geil. Ja, meine Einheiten finden das allgemein schon nicht ganz so geil, weil ich sehe schon, die Mali fangen an zu triggern. Also die haben jetzt schon wesentlich weniger Nahkampfabwehr. Meine Einheit? Moment. Alle Einheiten haben das. Das 38. gilt nicht mehr für die. Das gilt nicht, dass sie das sehen. Das gilt allgemein. Scheiße. Ja, Okay. finde ich auch nicht gut. Gut, ich werde die Onaga jetzt gleich sneaken. Wie du wolltest. Ein Onager weniger als nur Onager weniger allgemein. Ja. Nur die Bogenschützen werde ich vielleicht je nachdem ein bisschen massakrieren. Wir werden aber erfahren, wie gut Bogenschützen sind. Ja, das Problem ist da dran, das waren halt mittlere Einheiten oder mittelpreisige Einheiten, die schon eine relativ starke Rüstung haben. Kohorten ja auch. Ja, trotzdem, im Kampf oder im Rücken oder in der Seite, weißt du, hast du das auch gesehen, wie effektiv sowas sein kann. Ich würde eventuell hier deine Kohorte jetzt mal schnell platzieren. Na gut, dann schicke ich die Exploratoris auf die Bogenschützen. Genau. Halt, wie gesagt, kurz bevor der Gegner charged oder selber chargen, das musst du selber wissen. Und dann im Kampf selber dann hier die Verteidigungsdinge zu aktivieren. Da. Also Ja, die ich. Onaga, die werde ich jetzt gleich down haben. Die. Okay, deine Exploratoris, die hättest du vielleicht nicht runterschicken sollen. Es ist egal, die hätten eh nichts anderes machen können. Ja, Also aber die die. kämpfen halt hier halt bergab, ne? Dann können sie wesentlich mehr Schaden verursachen. Es spielt keine Rolle, die sind komplett zahlenmäßig unterlegen. Das hätte jetzt nichts geändert daran, Also ganz es hätte ehrlich. in dem Sinne ge was geändert, dass du halt mehr Verluste zugefügt hättest. Bedeutet, dass du halt weniger Verluste später verleidest. Ja, bis dahin haben sich die aber diese zwei, drei Verluste schon längst wieder Nee, nee, aufgefüllt. nee, Also nee, 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 das dauert ewig. Das dauert ewig, bis sich sowas wieder auffüllt. Besonders bei Horden. Jawohl. Ja, ich unterstütze dich lieber jetzt mal kurz in der Stadt. Ich wollte kurz hier was sneaken, aber es funktioniert nicht so, wie ich will. Gotische Herber, ne? Scheiße. Wo kann ich am besten in den Rücken sneaken? wird bisschen schwer in der Stadt, weil hier alles relativ eng ist. Ja, meine Leute töten kaum was, bis gar nicht.
Also Tüll wahrscheinlich eher mehr durch Eigenverluste. Es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich bin jetzt gerade hier im Kampf mit der Kavallerie. Der verfolgt mich da ein bisschen ordentlich. Oder hat mich verfolgt. Boah, mach das platt, was platt geht und dann passt schon. Ja, lief trotzdem ein Ja, bisschen also, suboptimal. sagen wir mal so, die Schlacht war sowieso unter einem schlechten Stern. Mir war es so wichtig, dass die Onager stirbt. Das war einfach alles wichtig. Weil eine Onager weniger heißt wirklich eine Onager weniger für die nächste Schlacht. Ja, gut, aber ich hätte gern noch eine einen Bogenschützen bekommen oder sowas. Okay, die Kavallerie zieht sich zurück. Halt, die Kavallerie von denen war ein bisschen sehr viel schneller. Ja, es waren ja exploratorische Equites, also das waren halt auch nur Aufklärer. Ja, also das ist hoffnungslos Schick die überrannt. mal entgegen. Kannst du die nicht auch denen entgegenschicken, ein bisschen aggressiver? Die Kohorten? Die sind gerade in der defensiven Schildkröte. Also, es löst die auf. Aber da sieht man wieder schön den Größenunterschied. Das haben die mittlerweile richtig schön gemacht, finde ich. Wie meinst du? Den Größenunterschied der einzelnen Einheiten. Da sind jetzt halt nicht alle gleich groß, genau gleichen Maßstab, sagen wir mal so. Also wir haben den Kopfverluste zugefügt. Ja. 160 Mann nur. Ja, aber 160 Mann, die du halt nicht später bekämpfen musst. Ja, dafür 317 Mann, die ich jetzt quasi so verloren habe. Das ist eine 0,5er Quote quasi. Ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht schlimm, weil du halt Dingens hast. Das sind halt Truppen, die du schon besiegt hast und der Onaga ist weg. Genau, das war das Hauptziel. Ich hoffe zumindest, dass der Onaga komplett ist, weg ist. Sind noch vier Mann. Ich weiß nicht, eine Onaga hat glaube ich vier Mann, ne? Es sind vier Onaga, also insgesamt 30 Mann, vier Onaga. Ich glaube 30 Manns insgesamt, ja. Ja, 30 Mann sind ein Onaga-Team und vier Onaga sind dabei und die teilen sich halt alle auf und das heißt dann ungefähr, ja, sieben Mann pro Onaga. Das kann leider sich auflösen. Ich glaube, ich habe wieder vergessen gehabt, zu Dingsen hier, wie heißt es, Zeit weiter zu machen. Wir warten jetzt kurz ab, bis der nächste Angriff kommt. Das wird nämlich wahrscheinlich bei mir sein. Und dann machen wir schnell speichern und dann. Nee, Onaga hat überlebt. Nein, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Wirklich? Ja. Sinnlos. Gut, du hast die Provinz jedenfalls behalten, hättest sie nur geplündert. Macht's nicht besser. Kann er sich neue Einheiten holen. Ja, und seine Einheiten verstärken dadurch. Weil der kriegt aus der Bevölkerung oder sowas, wie auch man das auch immer sehen mag, Einheiten. Jetzt hat Axum hat jetzt alle Verträge in mir aufgelöst. Geil. Naja, das ist halt etwas sehr hart. Und die Wieder Sachsen haben mich rausgeraubt. nicht angegriffen. Na Okay. gut, was jetzt passiert, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bin auch sehr erstaunt, dass die mich nicht angegriffen haben. Krass. Ah, okay, die gehen jetzt nach Gallien. Ah, okay, ich sehe es schon, weil ich zu stark war hier in Großbritannien. Alles klar. So. Genau, wir sehen das in der nächsten Folge. Speicher mal bitte kurz. Speichern. Genau. So, West und Naschlapp. So. Und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn wir mit der dritten Folge weitermachen und die zweite Runde sozusagen für uns. Und bis dahin, ciao! Tschüssi.